Nein, Informatiksysteme werden nicht alle Probleme lösen. Man kann sie auch nicht essen. So, eine neue Folge des IT- und Rechts-Podcasts. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, Herrn Dr. Jörg Pohle vom Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, mit dem wir bereits vor knapp 7 Monaten ein schriftliches Interview geführt hatten. Und heute soll es vor allem darum gehen, wie sich die Zukunft der juristischen Tätigkeit gestalten wird. Ich heiße Sie herzlich willkommen, Herr Dr. Pohle. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Herr Dr. Pohle, stellen Sie sich doch noch mal kurz unseren Zuhörern vor. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich genau? Ja, Jörg Pohle, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Postdoc und Forschungsprogrammleiter am Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Ich leite das Forschungsprogramm Datenakteure Infrastrukturen, das im Wesentlichen Leute zusammenbringt, die sich damit beschäftigen, wie Daten, Datenteilen, Datenverarbeitung, aber auch alles, was so darum liegt, gesellschaftlich ausgehandelt wird, dann in Form von Recht festgeschrieben wird und dann mehr oder weniger wieder die Technikgestaltung beeinflusst oder jedenfalls beeinflussen soll und ihren Gebrauch. Und die Gruppe, die da zusammenkommt, besteht im Wesentlichen aus Juristen oder Juristinnen und Juristen und Informatikern. Ja, also zum Einstieg habe ich mir eine sehr interessante und erhellende Passage aus Ihrem neuen Buch rausgegriffen. Der Weg in die Digitalisierung der Gesellschaft heißt das Werk, das Sie herausgegeben haben, wo Sie eigentlich den Begriff Legal Tech, aber auch die gesamten Digitalisierungsversprechen, die wir als, ich sag mal, junge Generation alle immer sehr pflegen und hegen, als eine Art Hype bezeichnen, der in der Vergangenheit schon mal existiert hat. Also es war mir tatsächlich auch gar nicht bekannt. Und Sie behaupten auch, vielleicht, also korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, Sie behaupten auch, dass wir sehr viel aus der Geschichte der Informatik lernen können für die heutige Zeit. Und erklären da auch recht anschaulich, wie sich die gesamte Form der Zusammenarbeit zwischen der Rechtswissenschaft und der Informatik, aber auch das Thema Legal Tech, sich eigentlich so entwickelt hat. Und dass diese früheren Versprechungen tatsächlich den heutigen sehr ähnlich sind. Und ich glaube, viele junge Studierende kennen die Historie hinter dem Thema Rechtsinformatik und Legal Tech gar nicht. Vielleicht zeigen Sie uns deshalb in aller Kürze, aber Sie können auch gerne lange dazu ausführen. Ich glaube, es wird sehr viel interessieren, wo dieses Forschungsfeld der Rechtsinformatik begonnen hat und wie wir heute so etwas wie Legal Tech eigentlich definieren, ob wir uns einfach auch davon zu viel versprechen. Also das Forschungsfeld hieß nicht immer Rechtsinformatik. Mhm. Rechtsinformatik ist aus der Sicht der Informatik ist das so eine Bindestrich-Informatik, so wie Wirtschaftsinformatik oder Verwaltungsinformatik oder Kulturinformatik, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, weil es einfach oder Medizininformatik, die wesentliche Anwendungsbereiche von Informatiksystemen darstellen und die deshalb jeweils sehr besondere Herausforderungen gestellt haben und deshalb Leute angezogen haben, die sich damit beschäftigt haben und damit beschäftigen wollten. Und das Feld selbst ist aber größer und älter. Es hat angefangen in den Ende der 40er als Jurymetrics. Der Versuch, Rechtswissenschaft oder die Juristerei zu verwissenschaftlichen, so richtig mit einem klassischen, auch stark geprägt von so einer naturwissenschaftlichen objektivistischen Sicht auf die Welt. Zahlen, Statistiken, Mathematik, Logik, also formale Logik, sollten da reingebracht werden und die juristische Arbeit, die jedenfalls aus der Sicht einiger dann sehr so fluffig und wolkig und quasi beliebig zu beliebigen Ergebnissen führte, zu verwissenschaftlichen. In den 60ern kam dann die Rechtskybernetik dazu. Mhm. Also das ist so aus dem Umfeld der Kybernetik einem auch heillose Versprechen gemacht hat über
dass es eine Wissenschaft geben könne, die alle Wissenschaften zusammenbrächte und die insbesondere eine Vorstellung davon hatte, dass alles, auch Gesellschaften, auch soziale Beziehungen, informationsgetrieben gesteuert würden und steuerbar seien. Und deshalb alles informationstheoretisch hätten abbilden können und das Recht verstanden haben als sozusagen eines der Steuerungsmittel, wie sich in dem Fall dann mit Recht zum Beispiel Sozialakteure oder Gesellschaften steuern lassen. Die Rechtsinformatik hat dann, als die Kybernetik untergegangen ist, Anfang der 70er, quasi den Platz übernommen, ohne dieses Versprechen einer großen übergreifenden Theorie. Die Rechtsinformatik, Legal Informatics, war dann vor allem in Zentraleuropa irgendwie sehr wichtig für vielleicht anderthalb, zwei Jahrzehnte. Es gibt sie offiziell immer noch. Es gibt auch noch Veranstaltungen dort. Es gibt auch Lehrstühle, die so heißen. Aber sie ist im Wesentlichen zurückgestutzt auf Informationsrecht. Also die ist sozusagen einseitig juristisch inzwischen und fast nur noch beschäftigen sich Juristinnen und Juristen damit, wie, welche Rolle Technik, welche Folgen Technik erzeugt, um die sich dann das Rechtssystem kümmern muss. Also nicht alle möglichen sozialen Folgen oder alle Umweltfolgen oder was auch immer, sondern welche Folgen gibt es, die, mit denen sich das Recht dann auseinandersetzen muss. Informationsrecht, Urheberrecht, Medienrecht, aber auch sowas wie Plattformen, das, was jetzt in den letzten Jahren irgendwie stark dazu gekommen ist, oder eben Datenschutzrecht. Und dann gab es so ab Ende der 80er im Zuge einer sozusagen Wiedererweckungsbewegung im Bereich der KI, die es ja seit den als Forschungsbereich in der Informatik seit den 50ern gibt und die zwischendurch einen der großen KI-Winter erlebt hat, wo es ganz still um sie wurde, weil sie auch heillos überzogene Versprechungen gemacht hat und daran gescheitert ist. Und in den 80ern gab es dann eine neue Bewegung. Es gab neue Entwicklungen, die Computer wurden schneller, deshalb war mehr möglich als vorher. Und da sah es so aus, jetzt geht's noch mal richtig los. Expertensysteme waren damals ein großes Thema. Und in dem Umfeld hat sich dann eine Gruppe weniger in Deutschland als vielmehr dann in den englischsprachigen Ländern zusammengefunden und hat einen Forschungsbereich mehr oder weniger aus der Taufe gehoben, der Artificial Intelligence and Law heißt. Und den gibt's immer noch. Das heißt, in allen englischsprachigen Ländern würde man heute nicht mehr von Rechtsinformatik oder Legal Informatics reden, sondern AI and Law ist sozusagen der Bereich, an dem sich informatikspezifische Fragen und rechtliche Fragen irgendwie treffen und die Forscherinnen und Forscher, die sich damit beschäftigen, zusammenkommen und unter anderem darüber nachdenken, wie man zum Beispiel juristische Argumentationen automatisieren kann. Das ist ein ganz großer Bereich, aber auch wie man Unterstützungssysteme für Rechtsanwenderinnen und Rechtsanwender entwickelt und einsetzt. Und Legal Tech ist relativ neu. Legal Tech ist sozusagen etwas, das in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen ist und wahrscheinlich geprägt wurde einfach von Leuten, die den Technikeinsatz gesehen haben, aber nicht unbedingt wussten, dass es da andere Dinge vorher schon gab. Und für relativ lange Zeit, also bis so in den letzten 1-2 Jahren, gab es auch keine wirklich wissenschaftliche Bewegung dahinter. Also es wurde wenig versucht zu theoretisieren. Es war sehr, sehr pragmatisch, sehr praktische Anwendungen standen im Vordergrund. Einen ganz kleinen Teil, einen ganz kleinen Ausschnitt aus der Welt und aus dem Bereich des Rechts, der dann jeweils irgendwie automatisiert werden sollte. Also das beste Beispiel ist dieser wahrscheinlich die erste erfolgreiche Anwendung in dem Bereich, die Software, die jemand geschrieben hat, um Parktickets angreifen zu können. So. Und da konnten die Leute dann eingeben, ja, sie haben ein Parkticket bekommen, waren sie dort, waren sie nicht dort, hatten sie eigentlich ein Ticket gekauft und dann konnten sie gegen den Bußgeldbescheid vorgehen. Und da sind die Rechtsfragen sind eher nicht sonderlich groß, um ganz ehrlich zu sein, sondern ganz oft geht es da nur um faktische Fragen. Ich war da gar nicht mit meinem Auto zum Beispiel.
Und deshalb kann man da sehr viel automatisieren. Und dann hat sich um diesen Legal Tech Begriff, weil der scheint sehr groß, oder? Wenn man das so sieht, der hat einen sehr großen Anziehungswert, würde ich sagen. Und darum hat sich dann, glaube ich, jetzt so eine quasi neue Generation von Leuten drum geschart, die diesen Begriff nimmt und mit diesem Begriff operiert. Während so wahrscheinlich, also wenn man sich so die Leute anschaut, die auf die AI and Law Konferenzen gehen, die sind alle schon etwas älteren Jahrgangs und die machen das schon länger. Also da sind ganz viele Leute dabei, die sich mit Fragen der Automation im Recht schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Und tolle Sachen machen. Also es ist nicht so, dass das alles Quatsch ist, was sie machen, nur weil das irgendwie Jahrzehnte alt ist. Sie haben ja Legal Tech als Rechtsautomationsprojekte durch Simplifizierung oder Generalisierung bezeichnet. Also ist das so Ihre Definition von Legal Tech? Naja, ich habe unterschieden einerseits zwischen sozusagen den Zusammenarbeitsformen zwischen Rechtswissenschaft und Informatik, die quasi eine Subdisziplin bilden oder bilden wollen. Und Disziplinen sind in der Wissenschaft ja immer geprägt durch quasi einen Kanon an gemeinsamem Wissen und einem Set an gemeinsamen Methoden. AI and Law ist eher so ein Forschungsfeld. Also das ist ein bisschen weniger. Da muss man sich nicht auf zum Beispiel einen gemeinsamen Kenntnisstand oder einen gemeinsamen Wissensstand oder gemeinsame Methoden einigen, sondern da hat man halt einen Bereich, in dem man sich gemeinsam tummelt und über den man forschen will. Und Legal Tech ist eher ein Anwendungsfeld. Da geht es also ganz konkret darum, irgendwie technische Systeme zu bauen und die einzusetzen für relativ kleine, also ganz oft relativ kleine Anwendungsbereiche. Also Sie sehen jetzt keine Parallele zwischen, ich sag mal, diesem kybernetischen Denken aus der Nachkriegszeit und dieser Legal Tech Bewegung von heute. Also gibt es da Parallelen oder ist Legal Tech quasi nur eine Assistenz? Weil also die ich weiß nicht, ob man die so nennen darf, die Kybernetiker waren so eher diejenigen, die daran geglaubt haben, wir könnten alles automatisieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Und so ein Legal Techie von heute, der sagt, ja, wir wollen nicht alles automatisieren, aber wir brauchen eine Art Assistenz. Ich weiß nicht, ob die das alles automatisieren wollten. Nein, ich glaube, die wollten eher eine sozusagen übergreifendes theoretisches Verständnis, okay, das alles davon erklären würde. Das war sozusagen eher deren Versprechen. Ich glaube, die hatten schon relativ früh festgestellt, dass sie, dass ihre Automationsprojekte auch immer größere Versprechungen beinhalteten als das, was sie leisten konnten. Und ich glaube, heute gibt es dieses übergreifende Versprechen einfach nicht mehr so. Dieses Versprechen, quasi ein System für alles zu bauen oder eine Theorie zu haben, die alles erklärt oder einen wissenschaftlichen Zugriff zu haben, mit dem man alle Phänomene der Welt irgendwie behandeln kann, sondern ich glaube, in dem Legal Tech Bereich ist es eher anwendungsorientierter. Also es gibt ein spezifisches Problem und man will ein ganz spezifisches Problem lösen, das so entweder im Recht besteht oder bei der Rechtsanwendung. Und das ist dann sehr viel pragmatischer, aber im Verhältnis zum Gesamtfeld des Rechts natürlich irgendwie sehr viel eingeschränkter, aber deshalb ganz oft eben umsetzbar. Und was ich auch noch interessant fand, vielleicht habe ich das jetzt überinterpretiert, aber ich lese zumindest sehr oft heraus, dass Sie sich eigentlich so eine Art Loslösung von diesem technizistischen Weltbild wünschen. Liege ich da richtig oder sind Sie eher der Techie, der daran glaubt, dass wir durch die Technik die Menschheitsprobleme lösen? Also ich bin schon der Techie, aber ich glaube nicht, dass wir mit Technik die Menschheitsprobleme lösen. Also Technik ist ja nur ein relativ kleiner Bereich. Also erstmal, es gibt Technik und dann gibt es sozusagen Informationstechnik. Ne? Und diese informationstechnischen Systeme, die haben eine bestimmte
Arbeitsweise und die können nur Dinge machen, die in der Form vorgegeben sind, in der sie einen Computer verarbeiten kann. Also berechenbare, computerberechenbare Dinge. Und das heißt, die Welt ist natürlich sehr viel größer und enthält sehr viel mehr Dinge, als sich computerberechenbar darstellen lassen oder abbilden lassen und damit in den Computer bringen lassen. Die Welt enthält ja auch viel mehr Dinge, als sich verrechtlichen lassen. Auch das Recht hat ja über die Jahrhunderte immer wieder Bereiche entdeckt, in denen es gesagt hat, das sind Dinge, das sind Bereiche, die lassen sich nicht verrechtlichen. Oder das sind Aspekte von Dingen, die lassen sich nicht verrechtlichen. Und sich dann eben darauf zurückgezogen hat und gesagt hat, irgendwie, naja gut, dann machen wir eben nur den Teil, der sich verrechtlichen lässt. Ja, also man sieht da sehr schön soziale Beziehungen und Eherecht, wie da das Verhältnis zueinander ist. Eine Beziehung, die scheitert, also eine, zum Beispiel eine Ehe, die scheitert, und die Frage, wie das Eherecht damit umgeht. Und dann wird man sehen, dass von dem, was die Leute in dieser Beziehung, die da gerade scheitert, irgendwie für ein Problem da miteinander haben und wie die miteinander kommunizieren und was sozusagen, wie die Problemlösungen vielleicht auch suchen. Nur einen ganz kleinen Teil davon kann das Eherecht abdecken. Und es versucht auch gar nicht sozusagen, das gesamte Problem abzudecken. Und eben diese Selbstbeschränkung, das sozusagen so eine Art von quasi formalisierter Lösung. Und sowohl Recht als auch Informatiksysteme sind formalisierte Lösungen. Dass die irgendwie sich eben dann beschränken und sagen, naja, es gibt eben noch Bereiche der Welt, Aspekte der Welt, die jenseits dessen sind, was sich sinnvoll formalisieren lässt. Und deshalb können wir in den Bereichen dann auch nicht sinnvoll agieren und sollten auch nicht versuchen, denen quasi die unsere Formalisierung, entweder die rechtliche oder die informatische, überzustülpen. Nein, Informatiksysteme werden nicht alle Probleme lösen. Man kann sie auch nicht essen. Ja, ein halbes Jahr ist ja jetzt vergangen, als wir Sie gefragt hatten, was Juristen von Informatikern lernen könnten. Und natürlich auch umgekehrt. Und heute wollen wir diese Thematik ein wenig vertiefen. In unserem vergangenen Interview hatten Sie gesagt, dass, ich zitiere Sie mal, Informatiksysteme ein hohes Maß an Verständnis sowohl der informatischen Basis wie konkreten Anwendungszusammenhänge voraussetzen. Und dass die meisten Juristen diese Fähigkeit ja eigentlich gar nicht besitzen. Was geben Sie denn jungen Juristen, die sich für die Schnittstelle zwischen Informatik und Recht interessieren, sage ich mal, an die Hand, wenn diese nicht unbedingt noch ein IT-Studium absolvieren wollen? Das ist eine total schwere Frage und das liegt an folgendem Aspekt. Alle Selbstbeschreibungen von Disziplinen, auch die juristische und auch die informatische, sind nur für die eigene Disziplin sinnvoll. Das heißt, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was sind denn eigentlich die Grundkonzepte des Rechts, dann würden Sie wahrscheinlich so ein paar aus den typischen juristischen Grundkonzepten vorbringen. Ja, sowas wie die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht. Und aus juristischer Sicht sind die total wichtig, aber aus zum Beispiel informatischer Sicht sind die komplett irrelevant. Da ist eine, also informatisch gesehen, wenn es darum geht, welche davon lassen sich in die Form bringen, dass sie von einem Computer abgebildet werden können oder welche lassen sich in die Form bringen, dass sie berechnet werden können von einem Computer, dann ist die Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht da überhaupt nicht hilfreich. Weil ob sich das computerisieren oder berechenbar machen lässt, ist für beide gleich, für das öffentliche wie für das private Recht. Also die Unterscheidungskategorien, die die einzelnen Disziplinen haben, die sind nicht unbedingt für andere Disziplinen sinnvoll. Informatikbücher, die sich an Anfänger auch in der Informatik wenden, sind da auch nicht hilfreich, weil die machen nämlich genau das Gleiche. Eigentlich muss man danach suchen, was sind eigentlich zum Beispiel grundlegende informatische Kategorien und was ist grundlegendes informatisches Wissen, das für andere Experten relevant ist. In dem Fall für Juristinnen und Juristen.
Und das ist nicht trivial, weil das für Juristinnen und Juristen ist vielleicht was anderes relevant aus der Informatik als für Soziologinnen und Soziologen oder für Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler. Und was da jeweils relevant ist, das ist bisher meines Erachtens noch überhaupt gar nicht diskutiert. Und deshalb fällt es mir schwer, so bestimmte, also einfach zu sagen, da gibt's einen super Einführungstext und lesen Sie den und danach wissen Sie, worum es geht. Das ist gar nicht so einfach. Die Besonderheit, und das sieht man an diesen Informatiksysteme, setzen ein hohes Maß an Verständnis sowohl der informatischen Basis wie der konkreten Anwendungszusammenhänge voraus. Ganz viele von den Informatikern oder ganz viele von den Softwareentwicklern, die Software für bestimmte Anwendungszusammenhänge entwickeln, haben auch keine Ahnung von den Anwendungszusammenhängen. Das ist dann die Software, die man benutzt und wo man so das Gefühl hat, das, was ich eigentlich damit machen will, das funktioniert jetzt gerade nicht, weil da Fehlvorstellungen herrschen. Und eigentlich kann man, und das gilt sowohl für die Softwareentwicklung als auch für die Frage, was an dieser Schnittstelle zwischen Informatik und Recht für die Juristen relevant ist, das kann man nur gemeinsam entwickeln. Dann muss man also sozusagen Leute, die diese eine Seite und Leute, die die andere Seite kennen, zusammenbringen und ins Gespräch bringen, um herauszufinden, was ist das, was die Juristen in vielleicht auch in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich ist, ja, je nachdem, welchem Rechtsgebiet sie gerade irgendwie interessiert sind. Was müssen sie da über die Funktionsweise von technischen Systemen, informationstechnischen Systemen wissen? Und was sind Sachen, weiß ich nicht, wie das ist, ein Binärrechner ist, das ist, für Juristen ist das irrelevant. Das hilft ihnen auch nicht weiter, wenn sie wissen, dass der mit Nullen und Einsen rechnet. Das ist nicht der schlagende, der springende Punkt. Ich frage mich bei dieser Aussage dann immer, also korrigieren Sie mich, wenn ich dazu naiv denke, ob Juristen, vielleicht jetzt auch im speziellen Richter und Richterinnen, mit datenbasierten Entscheidungen überhaupt umgehen können. Beispielsweise, also es ist ja auch so ein IT-Thema. Also den meisten Richtern oder Richterinnen fehlt es ja nicht nur am informatischen Wissen, was ganz klar ist, weil sie eben keine Informatik studiert haben, sondern teilweise noch am statistischen Wissen. Und ein Richter oder eine Richterin ist ja im weitesten Sinne dazu angehalten, auch gesetzlich so vorgeschrieben, mit dem Sachverhalt kritisch umzugehen. Nur, wie soll ein Richter mit etwas kritisch umgehen, wenn er im Zweifel gar keine Ahnung von Hauptkomponentenanalysen, Clustering, was auch immer, so Data Warehousing und so weiter und so fort. Also worauf ich hinaus will, braucht vielleicht unsere Juristenausbildung, die Frage stellen sich jetzt auch sehr, sehr viele Juristen, nicht auch eine Art interdisziplinäres Update? Oder ist das Juristendasein als eine Art, ich habe das als abgeschlossene Monade bezeichnet, schon richtig so? Denn letztlich stiften wir ja Rechtsfrieden und halten den Interessenausgleich ja immer so hoch. Nur, das kann ja dann irgendwann nicht mehr funktionieren, oder? Ja, die Frage ist, wie macht man das eigentlich in den anderen Bereichen? Also die Juristen haben ja auch keine Ahnung von Medizin. Die Juristen haben ja auch, also als Disziplin, also natürlich kann es immer eine einzelne Richterin oder einen einzelnen Richter geben, die oder der sich mit einem bestimmten Themengebiet noch jenseits der juristischen Kenntnisse auskennt. Aber ansonsten sind alle Lebenssachverhalte doch jenseits von juristischen Kenntnissen. Ja, da geht's um, wie funktioniert die Physik des Fliegens und wie wird der Motor zusammengebaut oder wie funktioniert eigentlich diese großchemische Anlage? Eigentlich besteht gar nicht, also jedenfalls in den meisten anderen Bereichen, wird dann oft auf externe Expertise zurückgegriffen. Also das heißt, da gibt's dann zumindest eine Selbstreflexion innerhalb der Juristenschaft oder an einem konkreten Gericht und dann sagt das Gericht, darüber können wir jetzt leider gerade nichts sagen. Und je nachdem, um was für einen Fall sich das handelt, werden dann entweder die Prozessparteien quasi gezwungen, ihre Expertise einzubringen. Und dann, die müssen halt begründen, ja, wie zum Beispiel im Zivilprozessrecht. Wenn die Prozesspartei irgendwas behauptet, dann muss ja
die Begründung dafür mitbringen. Und wenn es um einen nicht juristischen, sondern einen zum Beispiel chemischen Sachverhalt geht, dann müssen die halt irgendwie die Expertise für diesen chemischen Sachverhalt mitbringen. Und wenn die das können und wenn das den Richter überzeugt, dann wird er das irgendwie annehmen. Und ansonsten wird er vielleicht noch einen anderen Experten damit beauftragen, ein Gutachten zu schreiben. Und die Frage ist dann halt, wie können Juristinnen und Juristen, wenn sie dann am Gericht arbeiten oder in der Rolle des Richters sind, wie können sie erkennen, dass sie da Expertise brauchen, die sie selber nicht haben? Und eigentlich muss man gar nicht die gesamte Expertise, zum Beispiel die Frage in Bezug auf die Statistik oder in Bezug auf Speichermedien oder Speichertechnologien an die vermitteln, sondern eigentlich muss man denen nur vermitteln, dass sie herausfinden, dass sie etwas nicht wissen und deshalb externe Expertise brauchen. Oder? Weil ansonsten müssten die Juristen ja auch alles studieren. Sie entscheiden ja über alle Lebenssachverhalte aus juristischer Sicht. Ja, also stimmt, ich gebe Ihnen da recht und trotzdem stelle ich mir immer wieder diese Frage, weil ich muss nur in die benachbarten Wissenschaften schauen. Ich schaue in die Wirtschaftswissenschaften, in die Soziologie, die Psychologie und so weiter und so fort. Also alle bedienen sich diesen mathematischen Methoden und auch diesen IT-getriebenen Methoden. Und warum tun die Juristen das nicht? Also warum können Juristen sich von dem oder dürfen sich Juristen von dem fernhalten? Also haben Sie da vielleicht eine Erklärung, wo Sie sagen, ja, das ist schon richtig so? Ich glaube, die halten sich gar nicht so weit davon fern, sondern die externalisieren das einfach schon relativ lange. Also dass zum Beispiel dann eben externe Expertise eingebracht wird oder verlangt wird von Prozessparteien oder von vom Gericht selbst. Die Logik hat immer eine große Rolle in der Rechtswissenschaft gespielt, ja. Auch die mathematische Logik und die Versuche, sozusagen juristisches Argumentieren auf mathematische Logik zurückzuführen. Und dann zu fragen, welche Arten von Logik braucht man eigentlich, um das abbilden zu können? Und dann, ja, kann man da Aussagenlogik nehmen oder braucht man da deontische Logik oder welche Logiken sind da eigentlich anwendbar oder benutzbar? Es gibt eben ganz viel und das weiß ich nicht. Kennen Sie Luhmann? Niklas Luhmann, Theoretiker. Genau, und der hat aber, bevor er so richtig tief in die Systemtheorie reingegangen ist, als sozusagen Rechtssoziologe ganz viel gemacht. Unter anderem zu Legitimität durch Verfahren. Wie also sozusagen gar nicht so sehr über die Frage, ob der Richter oder die Richterin da wirklich Ahnung hat, sondern wie dieses Verfahren läuft, damit es diesen Rechtsfrieden produziert in diesem Verfahren. Deshalb glaube ich, dass an ganz vielen Stellen dort es gar nicht so wichtig ist, dass die Richterinnen und Richter wirklich die technischen oder wissenschaftlichen Grundlagen aus diesen anderen Disziplinen alle kennen, sondern dass deren Rolle als quasi Moderator und Entscheider eigentlich viel wichtiger ist. Und die anderen Dinge externalisiert werden müssen, weil sie ansonsten irgendwie Herausforderungen oder Anforderungen an Juristinnen und Juristen stellen würden, die eigentlich kein praktischer Mensch je erfüllen könnte. Also sie müssten, weiß ich nicht, 20 Jahre studieren, um einen groben Überblick über alle Phänomenbereiche der Gesellschaft zu haben, um dann sagen zu können, dass sie darüber Entscheidungen treffen können. Das ist, glaube ich, nicht zu erwarten. Ja. Es gibt viele Bereiche, in denen das einfach auch nicht geht, in denen es nur relevant ist, dass Entscheidungen getroffen werden und damit Rechtsfrieden sozusagen quasi erzwungen wird, in gewisser Weise, nämlich durch Entscheidungen. Ja, ich habe das deshalb gefragt, weil es aktuell eine ziemlich heiße Diskussion ist, weil sich eben sehr, sehr viele junge Juristen und Juristinnen sich Sorgen machen, ob sie in der Zukunft mit den klassischen Methoden à la Savigny noch wirklich diese juristische Arbeit machen können und machen dürfen.
Und da besteht eine breite Front also viele, die aus der Legal Tech-Szene kommen, die eben eine Art IT-Update haben wollen in der juristischen Arbeit. Also mehr Digitalkompetenz, mehr Datenkompetenz im juristischen Studium. Und deswegen hatte ich mir gedacht, das frage ich Sie mal, weil Sie können ja schön. Ja. Quasi eine Überblickskompetenz. Also die Kompetenz, sich zum Beispiel in bestimmte Bereiche einarbeiten zu können, um dann zu wissen, ob man selbst darüber entscheiden kann oder ob man noch externe Expertise braucht. Denn, weiß ich nicht, stellen Sie sich vor, Sie studieren Jura, landen dann an irgendeinem Amtsgericht und sollen sich dann mit, irgendeiner schiefgegangenen Hausschlachtung beschäftigen. Können Sie sich vorstellen, dass Sie das Studium schon darauf vorbereitet, was da am Amtsgericht alles auf Sie zukommen kann? Die Lebenssachverhalte sind einfach zu divers, als dass man erwarten könnte, dass alle diese Dinge abgebildet werden müssen. Also alle diese Dinge in der Ausbildung vorkommen müssen. Und dann ist es eher wichtiger, zum Beispiel das zu lernen, was man eigentlich in der Schule auch schon lernen soll, nämlich zu lernen, wie man lernt. Zu lernen, wie man rausfindet, dass man an der Stelle Wissen braucht, das man selbst nicht hat. Zu lernen, wie man dann sinnvolle Fragen an andere stellt, so dass man mit den Antworten was anfangen kann. Methodisch, naja, das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, die Juristen haben eher ein Fehlverständnis von ihrer eigenen Methodik. Der Beitrag in dem Sammelband von Wolfgang Kilian ist, glaube ich, an der Stelle ganz erhellend. Ja, fand ich auch. Die Rechtsinformatik in Deutschland ist zur gleichen Zeit aufgetaucht und hat ihre ersten und wahrscheinlich auch größten Erfolge gefeiert, als es eine große Bewegung gab, die juristische Ausbildung selbst zu überarbeiten und die juristischen Selbstverständlichkeiten von wegen, dass man da einfach juristisch abwägt und so und dann Entscheidungen trifft, auf den Prüfstand zu stellen und zu fragen, was ist eigentlich juristisches Entscheiden? Wie arbeiten Juristinnen und Juristen eigentlich tatsächlich und nicht, wie begründen sie ihre Entscheidung? Die Unterscheidung zwischen diesen beiden, wie eine Entscheidung getroffen wird und wie eine Entscheidung begründet wird, ist total wichtig. Und die juristische auch das, was gelehrt wird in der juristischen Ausbildung, ist insbesondere, wie man Entscheidungen begründet. Das ist nicht die gleiche Art und Weise, wie man die Entscheidungen auch trifft. Das sehe ich irgendwie bei meinen ganzen juristischen Freunden, die alle irgendwie noch in der anwaltlichen Praxis arbeiten. Dass die eigentlich völlig anders entscheiden. Die entscheiden sehr stark aus dem Bauch heraus, mit Erfahrung. Ja, was ist wahrscheinlich das richtige Ergebnis der Entscheidung? Und dann gehen sie von dort aus zurück und bauen dafür die Begründung zusammen. Was brauche ich dann, um diese Entscheidung, die ich schon getroffen habe, im Wesentlichen zu begründen? Und dann bauen sie eine Begründung und dann kommt so ein Begründungszusammenhang zusammen, der dann die juristische Argumentation darstellt. Ja, sprechen wir noch über die Widersprüche zwischen der Informatik und der Rechtswissenschaft. Und zwar möchte ich von Ihnen gerne wissen, wie erklären Sie eigentlich einem Informatiker oder IT-Unternehmer, also in dem Fall vielleicht auch sich selbst, unsere Rechtsordnung? Weil ein IT-Experte sieht ja jede objektive technische Schwäche einer Software bereits als Fehler an. Und bei uns Juristen muss der Mangel aber erstmal beispielsweise erheblich sein. Das ist dann auch wieder so ein Rechtsbegriff, der unbestimmt ist. Und umgekehrt kann eine Software technisch einwandfrei laufen, aber wehe, es wurde im Vertrag irgendwie eine Funktion festgelegt, die die Software dann am Ende nicht hat. Dann haben wir eine technisch einwandfreie Software, die nach dem, sage ich mal, juristischen Verständnis allerdings wieder mangelhaft ist. Um es auf die Spitze zu treiben, wer juristisch sauber und korrekt argumentiert und sich an die juristischen Spielregeln hält, der obsiegt dann meist im Rechtsstreit. Das kann dann technisch betrachtet total widersinnig sein, ist aber zumindest formal juristisch korrekt.
Und deshalb die Frage, ist das Primat des Rechts über der IT und der IT-Technik, insbesondere in diesen disruptiven Zeiten, wie man immer sagt, noch zeitgemäß? Kann das den Rechtsfrieden noch wahren? Das ist auch, glaube ich, in der Informatik nicht so, dass es quasi eine objektiv richtige Software und eine richtige Funktionalität gibt. Also es ist ziemlich lange bekannt, dass die Frage, ob die Software das macht, was sie erwartet haben, was sie machen soll, sich ganz oft erst hinterher herausstellt, wenn sie die nämlich praktisch einsetzen und dann feststellen, dass es eigentlich hatten sie andere Vorstellungen und dann müssen sie die Software umschreiben. Die auch dass ganz viele Anforderungen an Software eher unterspezifiziert sind. Also, dass man, wenn man Leute fragt, was wollen sie eigentlich? Ja, sie wollen da so eine Software haben. Was wollen sie eigentlich, dass die für Eigenschaften hat? Dann können die ganz viel am Anfang gar nicht beantworten. Und ganz viel Entwicklung in der Software, also im Bereich der Softwareentwicklung in den letzten Jahrzehnten, hat sich damit beschäftigt, wie man dieses Problem einfach löst, dass man eigentlich erst hinterher weiß, was man vorher haben wollte. Und wie man dann Software eher so gestaltet, dass man sie danach umgestalten kann. Und das ist das eine. Das zweite ist, Software, wir wissen über ganz viele Bereiche, dass wir bestimmte Sachen einfach nicht lösen können. Wir können zum Beispiel, wir können keine Software schreiben, die in der Lage ist, andere Software darauf zu überprüfen, ob sie jemals zu einem Ende kommt. Also ob sie jemals zu einem Ergebnis führt. Und zwar beliebige andere Software, das sogenannte Halteproblem. Das ist beweisbar, dass das nicht geht. Und trotzdem können wir ganz viel trotzdem machen. Software ist also nicht unbedingt objektiv korrekt oder funktionserfüllend. Mhm. Manchmal liegt das auch nur daran, dass die Funktionsdefinition sehr eng ist. In der Informatik heißt es dann works for me. Das heißt nicht unbedingt, dass das auch für andere funktioniert. Und das meinte ich am Anfang mit der Frage der Anwendungszusammenhänge. Wir entwickeln Software für in der Erwartung, dass es einen bestimmten Zusammenhang gibt, in dem die dann angewandt wird. Aber was, wenn sich die Welt ändert? Was, wenn sich die Organisation ändert, die das einsetzen will und plötzlich selbst anders funktioniert und ein anderes Geschäftsmodell hat? So, und deshalb ist Software sehr viel weniger sozusagen so strikt, das ist ein Fehler und das ist kein Fehler, als es vielleicht von außen aussieht. Und auch bei den Juristen stimmt nicht so ganz, dass sich das beste Argument durchsetzt. Aha. Manchmal ist auch die herrschende Meinung und die ist manchmal sehr, sehr, sehr schlecht. Ja, schade. Ich hätte jetzt gedacht, Sie machen jetzt ganz weite Ausführungen zur technisch-juristischen Auslegung, ein starkes Plädoyer, dass wir da quasi eine technische Auslegungsmethode in die juristische Arbeitsweise mit einführen. Aber Sie bleiben da ganz nüchtern. Ich habe mal vorgeschlagen, sozusagen die salvatorische Auslegung einzuführen, wie die salvatorische Klausel, ne? Was der Gesetzgeber gemeint hätte, wenn er gewusst hätte, wovon er redet. Ah, okay, genau, ja. Aber auch da ist es schwierig. Was ist denn eine technische Auslegung? Also die Informationstechnik, über die wir hier reden, die ist relativ flexibel. Wir können die relativ in sehr breitem Maße gestalten. Sie ist sehr gestaltbar. Sie ist viel gestaltbarer als sehr viele andere technische Systeme, die an physische Grenzen gebunden sind oder die chemisch beschränkt sind oder so, wo dann bestimmte Dinge einfach nicht funktionieren. Und hier können wir mit Informatiksystemen können wir relativ flexibel, also ich will nicht sagen beliebig, aber relativ flexibel Dinge so machen, wie wir sie machen wollen. Und ganz viel von dem, was in der Praxis nur aufscheint, ist eben nicht davon abhängig, was wir wollen, sondern historischen Zufällen, welche Software hat sich wann durchgesetzt. Kennen Sie das Beispiel von VHS-Video? Nee, jetzt gerade ad hoc nicht. Warum sich der VHS-Video-Standard durchgesetzt hat und keiner der besseren?
Ja, das war der schlechteste von allen. Ach so, okay. Er hat sich durchgesetzt, weil alle anderen, die Videostandards vorgeschlagen haben, sich geweigert haben, der Pornoindustrie, tatsächlich? Ja, der Pornoindustrie irgendwie, es zu ermöglichen, da Pornovideos damit zu verkaufen. Und VHS hat, das VHS-Konsortium hat gesagt, nee, das machen wir. Und deshalb hat sich VHS-Video durchgesetzt. Das ist doch absurd, wirklich. Okay. Nein, das ist nicht absurd. Das ist, der Hintergrund ist natürlich ein sozialer. Also soziologisch ist es tatsächlich auch untersucht. Die Early Adopters hatten dann einfach keine Lust, zwei unterschiedliche Videosysteme zu kaufen. Okay. Und haben sich dann für das entschieden, was sozusagen die breiteste Anwendungsmöglichkeit hat. Und die breiteste Anwendungsmöglichkeit enthielt eben auch Porn. Und damit hat sich die Porn-Unterstützung. Ja gut, jetzt könnte man das auch wirtschaftlich begründen, quasi so nach Nachfrage orientiert, ist dann klar, viele Jugendliche wollten dann irgendwie sowas haben und haben sich dann sowas gekauft und dann hat sich das durchgesetzt. Genau, aber es war aus technischer Sicht war das sozusagen der schlechteste Standard. Okay, die ja, stimmt, waren verstehe. Ja, das ist ein gutes Argument. Ist es nicht immer der, ist sozusagen das, was die Leute dann machen wollen und was sie dann umsetzen und was dann in der Praxis eingesetzt wird. Und das, was sozusagen aus informatischer Sicht vielleicht die bessere Lösung gewesen wäre, das muss eben nicht übereinstimmen. Und das ist auch gar nicht schlimm und ist eigentlich nicht schlimm, wenn wir manchmal Technik einsetzen, die irgendwie nicht so gut ist. Warum auch nicht? Wir nehmen ja auch Drogen und trinken Kaffee und schauen zu lange Fernsehen oder was auch immer. Ja. All diese schlimmen Dinge. Aber die machen das Leben lebenswert. Also es gibt nicht das technisch Vernünftige. Kann man vielleicht so sagen. Auch in der technischen, auch im technischen Bereich gibt's ja widerstreitende Anforderungen. Auch in der Technik muss abgewogen werden. Zum Beispiel zwischen Geschwindigkeit und Sicherheit oder zwischen Effizienz und Anwendungsbreite oder zwischen Kosten und Leistung. Wobei ich dann noch ein Beispiel mit einführen würde, was vielleicht ganz gut reinpasst, und zwar das Beispiel mit der DSGVO und der Blockchain. Und zwar verlangt ja die DSGVO Artikel 17, ne, kennen Sie, eine Art Löschung. Und die Blockchain, die soll ja eigentlich, wenn wir die Blockchain-Community ernst nehmen, unveränderlich und unmanipulierbar bleiben. Ja, jetzt weiß man nie, wollte der Gesetzgeber eine unveränderliche und dezentrale Datenbank wie die Blockchain eigentlich verhindern? Oder hat der Gesetzgeber mit der Blockchain einfach überhaupt nicht gerechnet? Ja, also jetzt braucht es quasi für jede neue disruptive Technologie ein neues Gesetz. Und da hätte ich jetzt gesagt, da müsste man vielleicht eine andere Lösung finden. Da wäre doch so eine Art technisch-juristische Auslegung ganz interessant. Ja, oder wie Sie es genannt hatten, so eine Art, wie war das, salvatorische Auslegung? Ja. Salvatorische Auslegung. Ja, vielleicht setze ich das ja durch. Das wäre witzig. Ich weiß nicht, wie man das rausfinden würde, was der Gesetzgeber gemeint hätte, wenn er gewusst hätte, worum es geht. Weil natürlich auch auf der technischen Seite gibt es dann Streit darüber, was man hätte wissen müssen, ja, und was der Gesetzgeber über die Technik hätte wissen müssen. Aber es gibt ja ganz viele Bereiche, in denen, also Recht ist ja insbesondere dadurch geprägt, dass es Erwartungen aufrechterhält, auch wenn sie enttäuscht werden. Das Tötungsverbot bleibt bestehen, auch wenn ein Mensch umgebracht wird. Und ich glaube auch, das Tötungsverbot oder also Totschlag oder Mord würde nicht aufgehoben werden, nur wenn ich jetzt komme und sage, ich habe hier so ein Laserschwert entwickelt. Das ist doch eine super neue Technologie. Haben Sie? Nee, leider noch nicht. Ich arbeite dran. Okay. Und das ist bei anderer Technik auch so. Also die Blockchain ist ja nicht das erste Medium, das nicht löschen kann. Diese einmal beschreibbaren CDs oder DVDs, ne?
die man einmal beschreiben kann. Mhm. Auch die können ja nicht löschen. Da kann man halt die DVD wegschmeißen oder die CD schreddern. Aber eigentlich sind das halt rechtliche Anforderungen, die sich nicht so sehr an die Technik stellen, sondern an die sozialen Akteure, die die Technik einsetzen. Und da, für diese Akteure kann es dann so sein, dass sie dann eben für bestimmte Einsatzzwecke bestimmte technische Systeme nicht einsetzen können. Ich darf zum Beispiel keinen Atomreaktor in meinem Keller betreiben. Da wird der Gesetzgeber, glaube ich, auch in Zukunft nicht von abgehen. Also der wird mir das nicht erlauben, auch wenn ich ganz heilig verspreche, dass ich ganz genau darauf aufpasse. Und ich bin mir nicht sicher, ob da sozusagen die Lösung immer darin besteht, dass jede neue technische Entwicklung quasi erfordert, dass die Gesetze umgeschrieben werden müssen, oder ob man nicht dann eben einfach an bestimmten Stellen darüber reden muss, ob diese Technik, die dann entwickelt worden ist, für bestimmte Einsatzbereiche eben nicht sinnvoll einsetzbar ist, weil sie Eigenschaften hat, bei denen der Gesetzgeber gesagt hat, irgendwie für soziale Akteure soll das nicht möglich sein, das zu machen. Ja? Oder für soziale Akteure sind gezwungen, zum Beispiel zu löschen. Und dann können sie sich nicht damit rausreden, dass sie jetzt gerade Technik einsetzen, die nicht löschen kann. Das ist das Problem der Akteure, das ist nicht das Problem des Gesetzgebers. Mhm. Da ist dann eher zu fragen, ob die Grundannahme, dass es diese Löschpflicht gibt, ob die in Bezug auf soziale Akteure, nicht in Bezug auf Technik, sondern auf soziale Akteure, ob die von vornherein sinnvoll ist oder nicht. Aber das ist eine andere Frage. Und dann ist sie unabhängig von so einer technischen Entwicklung, sondern dann ist die technische Entwicklung quasi nur der Anknüpfungspunkt, die Grundfrage nochmal zu stellen, nämlich, wollen wir eigentlich sowas wie institutionalisiertes vergessen? Und wenn wir das wollen, dann ist der Preis dafür, dass wir bestimmte Technik nicht einsetzen können. Und wenn wir das nicht wollen, dann ist der Preis dafür, dass wir bestimmte Nachteile in Kauf nehmen müssen. Und eigentlich ist es immer so, jede Entscheidung hat Vor- und Nachteile. Und keine Entscheidung ist nur perfekt. Und insofern ist auch, wäre auch die Änderung des Gesetzes an der Stelle nicht einfach eine perfekte Lösung, auch wenn sie eine bestimmte Art von Technik dann eben einfacher einsetzbar machen würde. Ja, zum Abschluss, also die Frage stellen wir jetzt auch schon öfters. Ich glaube, die können Sie relativ schnell beantworten. Ich weiß, dass es ziemlich schwierig ist, Prognosen für eine ferne Zukunft zu treffen, aber ich glaube, die können Sie, glaube ich, ganz gut treffen. Glauben Sie daran, dass die KI oder die Blockchain den Juristen von heute ersetzen könnte? Also ich glaube, dass sich ein Teil der juristischen Arbeit immer wandeln wird. Und ich glaube, dass ein Teil dessen, was heute Juristinnen und Juristen machen, sie vielleicht in Zukunft nicht mehr selber machen. Sie haben ja auch in der Vergangenheit schon bestimmte Teile der Arbeit ausgelagert auf andere. Egal, ob das nun Renos waren oder ob das auf die Mandanten ausgelagert wird. Solche Dinge wird es in Zukunft auch geben. Und in demselben Zuge, in dem bestimmte Dinge ausgelagert werden, wird dann mal wahrscheinlich auch werden neue Aufgaben auf die Juristinnen und Juristen zukommen. Also sie werden sich mit anderen Rechtsproblemen, also der sozusagen das Recht bleibt ja nicht stehen, sondern das entwickelt sich immer weiter. Und derzeit sieht es nicht danach aus, als würden wir irgendwann in einer Gesellschaft ohne Rechtssystem leben. Und das wiederum bedeutet aber, dass wir immer Leute brauchen werden, die besonders dann dort eine Expertise haben. Und ob das jetzt, ob es dann nur eine Disziplin sein wird, also ob es dann nur Juristen oder Juristinnen sein werden, oder ob das dann sozusagen wie in anderen Bereichen auch so eine disziplinäre Trennung geben wird. Ja, also wie, weiß ich nicht, die ganzen Disziplinen, die sich aus der Philosophie entwickelt haben. Eigentlich alle anderen haben sich ja aus der Philosophie entwickelt, historisch.
die Trennung zwischen Soziologie und Politikwissenschaft oder die Trennung zwischen Chemie und Physik oder so. Ja, ob sich dann auch im juristischen Bereich so eine Trennung vollziehen wird und bestimmte Dinge eben nicht mehr von Juristinnen und Juristen gemacht wird, sondern von einer neuen Gruppe von Leuten, die eine bestimmte andere Disziplin studieren oder studiert haben oder auch gar nicht mehr studieren, sondern eine Ausbildung haben. Jura ist ja auch nur eine Ausbildung. Deshalb heißt es auch Juristenausbildungsgesetz. Also da wird sich einiges ändern, ganz sicher. Das Rechtssystem hat ziemliche Beharrungskräfte. Insbesondere haben die Juristen auch eine ziemlich starke Stellung innerhalb der sozusagen gesellschaftlichen innerhalb der Gesellschaft, was die, sozusagen die Machtverteilung darüber angeht, wer entscheidet, worüber entschieden wird. Insofern kann es sein, dass die Juristen ziemlich lange noch daran festhalten werden, dass es so weitergeht wie bisher. Aber es wird, glaube ich, einfach an vielen Randbereichen werden so Dinge wegbrechen, die woanders hinwandern. Und das, ein Teil davon wird wegautomatisiert. Mhm. Und das ist ziemlich, das ist jetzt schon ziemlich deutlich in den Bereichen, die so sozusagen sehr einfache, also jedenfalls aus sozusagen dogmatischer Sicht der einfache, also aus rechtsdogmatischer Sicht der einfache, aber große Massenfälle angeht. Ja, also große Mengen von Fällen, die immer nach einem gleichen oder ähnlichen Schema ablaufen, die sich dann eben wegautomatisieren lassen. Und an den Bereichen wird man dann einfach keine Juristen mehr brauchen, sondern wahrscheinlich wird dann irgendein Quereinsteiger, quereingestiegener Softwareentwickler mit einer Reno zusammen irgendwie einen Teil des juristischen Marktes aufrollen. Ich weiß jetzt schon, dass wir ganz viele böse Nachrichten bekommen. Ja, aber ich würde Ihnen da recht geben, dass das kann man sich auch irgendwie nicht vorstellen. Ja? Also frei nach Hegel, die Zeiten sind dynamisch, es kann sich alles ändern, auch unser Rechtssystem. Ja, ich hatte auf irgendeinem Panel gehört, da gab es so eine Aussage, da hieß es, der Jurist der Zukunft wird ein Mathematiker oder eine Mathematikerin sein. Was mir natürlich Sorgen bereitet, weil meine Frau ist Mathematikerin und ich möchte gerne, dass sie nicht meinen Job später macht, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und ich glaube, da haben sie einen Punkt getroffen. Ja, wenn man davon ausgehen kann, dass dieses Rechtssystem eben nicht mehr diesen Rechtsfrieden erzeugt, wie die Gesellschaft sich das vorstellt, dann kann sowas kippen. Und ich bin aber auch der Meinung, dass wir mit unserem jetzigen System noch ganz gut fahren. Und wie es in Zukunft sein wird, dass Prognosen, also ich bin sowieso kein Freund von Prognosen. Ich erinnere mich immer an dieses eine Zitat von Bill Gates, der dann gesagt hatte von wegen, das Internet ist nur ein Hype. Und seitdem traue ich keinen Prognosen mehr. Es gibt gerade im Informationstechnikbereich so viele unendlich viele absurde Prognosen. Einer der IBM-Chefs hat am Anfang, Ende der 40er gesagt, es gäbe einen Weltmarkt für 5 Computer. Ja, ein bisschen lag er daneben. Die KIler erzählen seit Ende der 50er, dass der große Durchbruch in der KI, also damit meinen die nicht das, was heute als KI bezeichnet wird, sondern sozusagen tatsächlich denkende Systeme, mhm. Der liegt 20 Jahre in der Zukunft. Und der liegt seitdem immer 20 Jahre in der Zukunft. Ist sozusagen völlig egal. Die behaupten immer noch, dass es in 20 Jahren zum großen Durchbruch kommt. Bill Gates hat auch mal gesagt, dass niemand mehr als 640K Speicher braucht. Das war in den 80ern, als er erzählen wollte, dass das DOS völlig ausreicht. Und so. Also da gibt ganz, ganz viele, die irgendwie entweder heillos überzogene oder heillos untertriebene Versprechungen machen. Und das Einzige, was glaube ich relativ, wo man glaube ich eine harmlose Vorhersage machen kann, ist
egal wie die Zukunft aussieht, es wird immer etwas geben, was sozusagen als Rechtssystem umgesetzt ist. Und in einer differenzierten Gesellschaft braucht man Expertinnen und Experten dafür. Und das heißt Leute, die sich mit der Konstruktion des Rechtssystems, mit dem Verrechtlichen, ja, also dem, da draußen ist eine Welt und wir müssen sozusagen diese Welt repräsentieren, damit sie in dem Rechtssystem bearbeitet werden kann, vom Rechtssystem, und Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen so zu treffen, dass sie danach wieder anders getroffen werden können. Also im Gerichtssystem ist das der sozusagen der Gerichtszug, ja, da geht man zu einer höheren Instanz. Bei einer Verwaltung ist es dann eben zum Beispiel nur eine zeitlich befristete Entscheidung, also eine, die fürs nächste Jahr gilt oder fürs übernächste Jahr und so. Also, dass man immer wieder sozusagen Entscheidungen produziert, die aneinander anschließen können und mit denen man sinnvoll operieren kann, auch vor dem Hintergrund einer unbekannten und offenen Zukunft. Und ein Teil davon wird wahrscheinlich, jedenfalls von dem, was so jetzt Juristinnen und Juristen machen, wird vielleicht von Technik übernommen werden. Aber diese große Aufgabe, sowas wie gesellschaftlichen Rechtsfrieden oder den Ausgleich gesellschaftlicher Interessengegensätze rechtlich sicherzustellen, ich glaube, es kann schon sein, es gibt Bereiche, und der Blick in die Geschichte zeigt das. Ich möchte daran erinnern, dass das römische Zivilrecht, genauer gesagt, also das, was wir heute Zivilprozessrecht nennen würden, die Entscheidung darüber, welchem von zwei Prozessbeteiligten bei ihren einander widersprechenden Vorträgen vor Gericht geglaubt wird, dass die Entscheidung darüber getroffen wurde, indem der Richter einfach eine Taube genommen hat und die in die Luft geschmissen hat. Und je nachdem, ob die auf die eine oder die andere Seite geflogen ist, hat dann eben der eine Prozessbeteiligte oder der andere Prozessbeteiligte quasi gewonnen. Und aus unserer Sicht, so aus der wissenschaftlichen Sicht, das ist kompletter Quatsch. Wie kann man, damit erzeugt man doch keinen Rechtsfrieden. Die waren religiös geprägt und haben sich gedacht, naja, die Götter werden dann schon entscheiden. Und die Götter werden dann auch die Taube sozusagen in die richtige Richtung lenken. Und weil es aber solche Mechanismen gibt, bin ich mir ziemlich sicher, dass in bestimmten Bereichen Rechtsfrieden einfach durch Computer hergestellt werden können. Wenn das von den zum Beispiel Prozessbeteiligten akzeptiert wird. Und dann ist nur die Frage, wie man dafür sorgt, dass es kontestierbar bleibt, also dass man dagegen vorgehen kann. Mhm. Ja, das, was der zentrale Punkt eigentlich des Rechtssystems ist, dass man Entscheidungen angreifen kann. Und wenn das geht, und so ein paar von den Sachen, die ich da drin geschrieben habe, in dem Artikel, den Sie vorhin zitiert haben, da geht es genau darum, wie kann man sicherstellen, dass unter den Bedingungen einer Automation des Rechts trotzdem zum Beispiel über solche Beschwerden entschieden werden kann. Solange das möglich ist, solange wird irgendwie dann auch Rechtsfrieden bestimmt sichergestellt. Dann nehme ich das mal als Schlusswort und wir verabreden uns für in, was sagen Sie, in 5 Jahren? Wie lange dauert es noch, bevor Sie und auch noch meine Frau mich dann endgültig ersetzt haben? Das ist eine gemeine Frage. Als jemand, der ein bisschen zu viel historisches Wissen an der Stelle hat, würde ich sagen 20. Gut, dann, wer weiß, vielleicht gibt es den Podcast in 20 Jahren noch. Falls es den auf jeden Fall noch gibt, dann in 20 Jahren. Aber es gibt bestimmt zwischendurch ein paar tolle Entwicklungen, über die man reden kann. Sicherlich. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Herr Dr. Pohle, es ist immer wieder ein Genuss, Ihren Ausführungen so wirklich zuzuhören. Das ist immer so pointiert. Das macht wirklich Spaß. Und das war wieder eine weitere Folge des IT- und Rechts-Podcasts, ein Podcast rund um die Themen IT, Recht und Wirtschaft. Vergessen Sie nicht, im Kleinen das Große zu sehen. Und ich sage Tschüss, Ciao, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.